Hallo, schön wieder diese Augenblicke mit und unter Gottes Wort zu verbringen und vor allem auch im freien Himmel. Und ein bisschen einen Schatten haben wir auch hier, ist auch nicht schlecht. Aber jetzt sollte ich doch einmal ein Mikrofon anschließen. Moment, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir da ein Mikrofon anschließen. Das machen wir live jetzt einmal zur Abwechslung, okay? So, da haben wir das Patent. Das kommt da drauf. Das schaut so aus. Okay. Ah, ist ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. So. Und anstecken. Ja, jetzt geht was los. Okidok. Jetzt schauen wir mal, ob wir da was haben. Aha. Ja, jetzt funktioniert's. Also. So. Magnet, hä? Der Magnet. Jo, brav, hä, sind's. Ja, da waren wieder ein paar Hundeln hier unterwegs. Okay, aber jetzt sind wir mit Gottes Wort unterwegs. Also, herzlich willkommen zum Losung und Lehrtext auch heute wieder. Und wie ich schon versucht habe zu sagen, es ist und bleibt wirklich ein ziemliches Privileg, um einfach Gottes Wort zu kennen und immer mehr und mehr daraus zu lernen, ist ja auch Sinn und Zweck dieser täglichen Kurzbetrachtungen. Die helfen mir und vielleicht auch dir und anderen, die wir nicht sehen und kennen, um in unserer Beziehung zum Herrn etwas, ja, wie soll ich sagen, unsere Beziehung zu vertiefen, zu bereichern, weil das können wir nicht aus eigener Kraft. Das geschieht nur durch Gottes Wort. Also, ein Klagelied. Klagelied, Kapitel 3, Vers 41. Da sagt der Kläger, lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Ja, okay. Ja, was meint er damit? Unser Herz und Hände aufheben zu Gott im Himmel. Eine Einladung ist das eigentlich. Eine Einladung, eine Ermutigung. Ja, und vielleicht sogar auch eine Ermahnung. Ne? Denn manches Mal heben wir schon die Hände auch so, wenn man verärgert ist. Ne? Oder so. Wenn wir etwas erbitten oder wollen. Ne? Aber am besten ist es, scheint mir so wie der Schreiber dieser Verse im Klagelieder, der Hinweis zu sein, zum Herrn sollen wir uns wenden. Wenn wir eigentlich in jeder Situation, nicht nur wenn wir eine Not haben, um diese Not zu beklagen und wie das oft so ist, dass man mit erhobenen Händen dieser Not und dieser Klage Ausdruck verleiht, sondern einfach mit betenden Händen, mit Händen, die einfach zum Herrn kommen und vom Herrn wirklich alles erwarten. Denn er ist derjenige, der uns wirklich das gibt, was wir brauchen und uns vor manchen bewahrt, was wir eben nicht brauchen, gell? Also lasst uns diese Einladung, diese Ermutigung oder auch Ermahnung wirklich ernst nehmen und schauen. Also, noch einmal, lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Also da ist unsere Adresse, unsere Anschrift, wo wir unsere Herzen und unsere Hände erheben sollen. Unser Herz wird sehr schnell in einer anderen Richtung manövriert, sehr oft,
von Äußerlichkeiten beeinflusst und beeindruckt. Aber der Herr möchte das korrigieren. Und das kann er ja, indem er sich uns offenbart. Aber schauen wir uns auch noch den Lehrtext an, okay? Aus Jakobus 5, Vers 13. Da schreibt Jakobus: Geht es jemandem unter euch schlecht, so bete er. Hat jemand Grund zur Freude, so singe er Gott ein Loblied. Also, da wird das noch einmal präzisiert, was ich versucht habe vorher zu sagen. Der Adressat unserer Gebete, ob es uns schlecht geht oder auch gut geht, wenn wir Grund zur Freude haben, dann sollen wir Gott zur Ehre singen und ihn verherrlichen dadurch. Und wenn es uns schlecht geht, so können wir und dürfen wir auch damit zu Gott gehen. Und oft erhört er auch diese Gebet. Hast du schon einmal solche Gebetserhörungen erlebt? Würde mich freuen, von dir zu hören, wenn du möchtest, dass du mir das mitteilst. Vielleicht kann ich das auch dann weitererzählen. Also danke fürs Dabeisein, auch heute wieder. Und ich wünsche dir einen schönen, erfüllten und freudigen Tag. Servus. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Like a blind man, I wandered alone. Worries and fears I claimed for my own. Then, like the blind man, that God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. All straight is the gate and narrow is the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness.